Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von anderen Worts Entertainment. Ab in die Mitte, Licht aus. So, wir wollten erkunden, wo düsen wir hin? Rettungskapsel, Seemotte. 300 Meter. Machen wir in Rot. Da. Hä? 300 Meter. Mäp. Hier oben auch. Tatsache. Unterwegs werden wir uns immer wieder die Taschen füllen. Wir haben noch so wenig Ressourcen da. Wir müssen es einfach mitnehmen. Ich bin jetzt noch nicht solo losgefahren zum Erkunden. Und zum Grinden. Ich weiß auch nicht, ob ich das diese Runde mache. So, seht ihr jetzt, wie alles funktioniert und dass man auch Stück für Stück an die Materialien rankommt. Zum Beispiel, wenn wir mit der Zyklop unterwegs sind und irgendwo auslocken, bei Runden beenden und dann wieder neu anfangen, dann können wir das ja schon mal machen. Aua! Schwebt doch nicht so dagegen. So, Titanhammer. Zeig ich mal, jawohl. Gleich halbes Inventar voll. Dann düsen wir hier mal lang. Au! Vielleicht gibt es ja bei dem irgendwas Schönes. Hier ist nur... Zumal ist das gerade alles erst gespawnt. Ich gucke so aufs Titan und sehe dann... Oh, noch ein Titan. Ein Salz. Sehe dann hier noch was liegen. Und nichts. Oh Mann, ey. Ja, wir brauchen den Laserschneider noch. Moment. Hast du das da auch gerade gesehen, so im Dunkeln? Wop. Da war ein Frack. Ein großes Frack. Halt. Ja, ja, halt die Kusche. Wismar. Hältst du gerade still? Ne. Geht das hier auf? Ne. Hau ab. Verschwinde. Hier geht's nur unten durch. Hi. So, aufladen. Raus. Oben lang. Oben, oh. Oben geht's rein. Zwei Schubkanonenfragment. Hier mal ein PDA. Batterieladestation. Na, das ist ja geil. Das ist cool. Davon bräuchte man noch die andere. Die hier drinnen liegt und man nicht rankommt. Oh, Menno. Ultra-Gleitfleet-mäßige Batterieladestation! Ultra-Gleitflossen! Oh ja, hallo. Das hat sich gelohnt. Schubkanonenfragment. Schubkanone haben wir auch! Hier müssen wir uns reinschweißen. Da kommen wir noch nicht hin. So früh hatte ich die Batterieladestation noch nie. So, kannst du mir jetzt mal die Mitte zeigen? Danke. Krass. Hier hinten waren noch zwei, aber zwei leuchtende Sachen. Oh, Inventar voll. Da. Pff. Inventar voll. So, hier gucken wir nochmal rum. Aber hier waren wir schon, ne? Haben wir nicht den Tisch schon geholt? Oxygen efficiency decreased. Ich möchte jetzt nur hier nochmal rumgucken, ob wir vielleicht nicht noch irgendwas scannen können. Ist jetzt da hinten irgendwo rumlach. Ja, hier haben wir schon reingeguckt. Schade. Mein Hauptanliegen. Hau mal jetzt raus.
Ja, gut, Geld braucht man nicht. Mein Hauptanliegen war eigentlich, einen Laserschneider zu finden. Aber eine Batterieladestation ist natürlich noch geiler. Wir müssen wieder zurück. Dahin. Währenddessen können wir aber gleich mal die Chance nutzen, den hier zu scannen, wa? Der hat auch immer schöne Sachen oben drauf. Normalerweise wehrt er sich auch nicht. Ein Riesenwal. Aha. Jetzt haben wir ihn. Noch irgendwas anderes oben drauf. Silbererz. Was mal Quatsch, das überhaupt aufzupochen. Nö. Nö. Hammer alles. Gut. Dann geht's jetzt zurück. Wir müssen Inventar auskippen. Und dann versuchen wir mal irgendwann mal wieder loszukommen. Aber wir brauchen das Titan, das ist ganz wichtig. Batterieladestation ist natürlich jetzt auch richtig geil. Dann brauchen wir noch die Energiezellen-Ladestation. Oh, da können wir die Energiezellen auch noch laden. Das ist. Jei. Dann bau mal bitte. Na, bau mal bitte Titan. 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 Und nochmal Titan. Und nochmal Titan. Und nochmal Titan. Damit können wir wieder ein paar Multigebäude bauen. Na komm, das rührt ja mal gleich durch. Edung geht draußen. Ach ne, können wir ja nicht. Ein Gold. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist so Quatsch. Wir verbauen das Titan gleich. Mit der 4 bauen wir hier noch einen Raum dran. Jetzt muss ich nur gucken, dass es auch reicht von der Hülle. Minus 1,3 sind 16,5. Na, das ist ja locker. Hier, ja, ich will gerade sagen, willst du aber nicht mehr, aber du musst. Dann können wir hier drüben auch überall weiterbauen. 15,3. Nein, 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 halt. Das so nicht. Wenn schön verbunden. Oh, geil. Dann können wir mit dem Blei unten dann immer weiterbauen. Die Fundamente. So haben wir erstmal das Titan raus. Und auch einen Titanspeicher. Da muss innen drinnen nicht so sinnlos rumliegen. Krass. Da können wir schon mal eine ganze Weile bauen. Bein, 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 bein. Innen drin. Oh, wir wollten ja noch mal raus. Richtung Kien. So, den Rest Titan nehmen wir uns auf. Das Salz heben wir uns auf. Das Gold da rein. Das nehmen wir mit. Das Salz packen wir hier vorne rein. Erste Hilfe hier rein. Dann haben wir drei Baupläne gefunden. Die Schubkanone, die ultrakleidfähigen Schwimmflossen. Die wären ja mal ein Upgrade. Lithium haben wir noch nicht da. Titan. Oh. Und die Batterieladestation, wo haben wir sie? Hier. Oh, das können wir aber bauen. Silber. Ne, das sind Edelsteine hier. Zwei Silber in Gold. 4. Dahin, jawohl. Ein
Kabelsatz und Kupferdraht. Kabelsatz. Warte mal, hat man nicht einen Kupferdraht noch? Na, nicht da. Da. Hat man nicht einen Kupferdraht da? Nein. Den haben wir schon verbaut. Kupferdraht. So, und dann brauchen wir noch einen Titan. Ja, damit. Und dann haben wir ein Batterieladegerät. Ha, ha, ha. Ja, 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 ja. Wir brauchen auch schon wieder was zu trinken. Was zu essen. Und das wollte ich mitnehmen. Kann man nämlich die Batterie laden. Da können wir die gleich hier reinpacken. Und dann wird die... Können wir das essen? Die wollte ich da reinpacken. Mann, die Schwache. Dann bauen wir uns noch ein Glubschi. Essen den Glubschi. Hier wird jetzt geladen. Da siehst du da oben 2%. Zieht es mir oben ab. Macht nichts, wir haben einen Tag. Da wird es automatisch nachgeladen. Und wäre es nachts, würde es auch nichts ausmachen. Das wird auch automatisch dann am nächsten Tag nachgeladen. Deswegen habe ich da auch oben 3 Solarzellen drauf, damit wir genug speichern können. Haben wir das gescannt? Waren wir da drin? Ich wollte gerade sagen, das sieht so aus, als wenn man das aufmachen könnte. Das kommt mir aber bekannt vor. Hier waren wir drin. Genau, wieso ist das wieder zu? Die Tür ist ja seltsam. Ja, haben wir überall reingeguckt. Schön. Lass doch mal offen solche Sachen, damit ich sehe, was da ist. Genau. Huch! Hier liegt noch was rum. So, Gold brauchen wir jetzt nicht so nötig, dass wir da unten rein müssten. Ja, als ich mir die Folge nochmal angeguckt habe, habe ich dann auch gesehen, ich hätte von der Höhle unten in die nächste Höhle schwimmen können. Das wäre am einfachsten gewesen, aber naja. So clever war ich dann doch nicht. Warte mal, hier unten ist noch Kalkstein. Könnte ja auch ein Kupfer werden. Ja, ja, ich suche immer noch nebenbei nach diesen kleinen Sachen. Schon wieder Titan. Nach diesen kleinen Behältern. Wie die da. Nach Sandstein, wie das da. Aber sah aus wie der Seekleider von Weitem. Blei, jawohl, das braucht man. Seekleider, jawohl. Das ist nur Titan. Mist. Das nehmen wir auch gleich mit. Das auch. Oh, Riesenröhre. Ne, die kann ich dann direkt vor uns holen. Das füllt mir nur das Inventar. Hier geht es ja nochmal richtig runter. Zum Titan. Das ist mir jetzt aber nicht so interessant, Titan. Das hier schon eher. Denn wir haben hier eventuell, und hier haben wir auch Ressourcen drin. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass man nicht gegen die Dinger kommt. Silber. Hier sind wir schon auf der anderen Seite. Hier schwimme ich garantiert nicht weiter, sonst komme ich nicht wieder zur Matte zurück. Und dadurch sehen wir hier noch einen Sandstein mit Gold. So, wir wollten zu dem da. Halt. Oh, schade. Ist wieder der Seegleiter. Ja, ich bin auf der Suche nach einem Laserschneider. Und den können wir eventuell bei uns vor der Basis holen. Nächste Höhle. Wir bleiben mal in die Richtung.
Ja, wir brauchen die Ressourcen zu dringend, als dass ich sie hier nicht mitnehmen könnte. Ja. Hier erstmal nix. Silber. Ach, Mann. Ihr könnt mich echt nicht leiden. Ich brauche wesentlich mehr Blei. Was ist denn da unten? Sieht ja cool aus. Wo wir auch gleich runter müssen, wie das aussieht. Wir sind auf 76 Meter. Wie es aussieht, reicht das gar nicht, wa? 122 Meter. Hier irgendwo was dran? Nein. Wow. Wow, das ist mal... Ja, ja, die richtige Tiefe. Membranbaum. Das ist natürlich fein. Denn hier kriegen wir genau das, was ich hier vorne schon sehe. Das ist schön. Wie weit ist denn das noch? 560, 300 Meter? Hä? Hier füllen wir uns mal schön die Taschen. Das ist Robinski! Den nehmen wir gleich mit. Können wir dich scannen? Jawohl, ein Leuchtglobus. Jetzt natürlich blöd, dass wir das andere Ding nicht mitnehmen, mit haben. So, ab zur Motte. Da habe ich mich wohl im Biom verschätzt. Ganz gewaltig sogar, aber das macht nichts. Wir kommen da schon irgendwie hin. Wichtig! Wichtig! Ganz wichtig! Den nehmen wir mit. Ab nach Hause. Ein Gehsack. Damit können wir dann auch das Wasserding ins Bauen. Oh, Frackteile. Großes Frack. Raus. Wir nehmen erstmal das Quarz mit, den Sandstein mit. Inventar voll, das ist ein Blei. Titan raus. Blei. Okay, wir kommen gleich wieder. Ich habe keine Boje mit. Oh, fuck. Ich habe auch noch keinen Kompass oder sowas. Habe ich den noch mit? Auch nicht. Wie kriegen wir in die Richtung wieder hin? Ja, nicht. Da Base. Das ist ein Schiefer. Oh. Wir müssen ganz gerade genauso wieder zurück. Da ist bestimmt der Laser drin. Halt die Klappe. Ich bin im Fluchtmodus. Ich darf das. Wir lassen uns überhaupt nicht ablenken von dem Frack da auf der linken Seite. So stand die Mutter. Also müssen wir so wieder zurück. Passt schon. In die Richtung. 1000 Meter ist es mir. Was ist denn das mit den 300 Metern? 300 Meter tief oder was? Toll. Welcome aboard, Captain. Aber macht der nächste. Oh, wir haben leider. Was fehlt denn jetzt noch? Lithium, ne? Oh, ich will aber nicht den ersten Gehsack veralbern. Spul du mal ab. Aurora, we're approaching the planet now.
We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Aurora, wir erreichen jetzt den Planeten, haben einen Landeplatz gefunden, der nun besser ist als alles andere. Wir haben Ihnen die Koordinaten geschickt, wir brauchen ein paar Tage, um unseren Orbit anzupassen. Sollten wir während dieser Zeit direkten Kontakt mit Ihnen herstellen können, kommen wir, um Sie zu holen. Drücken Sie die Daumen, dass das Wetter so bleibt und lassen Sie uns nicht warten. Sunbeam, Ende! In 40 Minuten sind die da. So, wir packen das Titan weg. Wir packen das Quarz weg. Wir packen das Kupfer weg. Wir packen das Blei und das Silber und das Gold weg. Kriegen wir schon gar nicht mehr. Dann müssen wir in der nächsten Runde mal das Blei verbauen. Ungern, aber na komm. Wollen wir mal... Titan! Erogel könnte man eins bauen, ja. Mit einem Rubin zusammen. Boah, Titan! Aber die ersten Ressourcen verbaue ich nicht. Die baue ich grundsätzlich ein. Danach können wir dann mal irgendwann mal gezüchtet haben. Das ist jetzt mies. Das ist jetzt echt mies. Der Salz kommt hier rein. Da trinkt man. Das kommt hier rein. Boah, wie mache ich das jetzt mit den Edelsteinen? Muss ich jetzt hier hinten auch noch? Noch Schränke bauen. Für den Rest. Gold. Müssen wir die erstmal hier dran nageln. Das geht nicht anders. Silber. Und Blei. Damit haben wir dann erstmal frei. Wir müssen sie dann mal wieder abreißen. Wenn wir Lithium finden. Rubin. Was hat man noch? Magnetit, ne? Das ist jetzt erstmal nur vorübergehend hier dran geschmissen. Magnetit. Kriegen wir hier noch einen dran? Nein. Aber hier kriegen wir noch einen dran. Der bleibt erstmal so. Wir haben Gold einstecken. Wir haben Silber einstecken. Wir haben Blei einstecken. Ne, das wollen wir verarbeiten. Wir haben Rubin einstecken. Dann können wir das hier alles rausnehmen. Ne, das... Das sind die Edelsteine. Und was macht eine Batterie da drin? Das ist Gold, Silber, Blei. Aufgetrennt. Und da haben wir jetzt einen leeren Spind. Ma. Weil hier Gold ist. Hier Silber. Hier Blei. Die drei behalten wir in Reserve. So, die verbauen wir noch, weil Nacht ist. Ja, wir sind schon wieder durch eine Runde durch, aber das sehen wir mal jetzt nicht so. Tragisch. Hier unten sind wir durch, hier brauchen wir noch. Ich will komplett voll Fundamente haben. Ich weiß, dass die nicht so viel machen wie, wie eine Verstärkung. Das ist nur ein bisschen was. Und zwar plus 2. Aber das ist... Das bisschen reicht schon. Es sieht besser aus und ich möchte dann auch noch hier wieder Beete drauf bauen. Haben wir noch? Haben wir nicht. Titanen bringen wir weg. Nehmen wir das Ding hier raus. Oh, die Kleidflossen wären es. Aber da unten haben wir auch noch einen anderen... Gesack gesehen. Den werden wir uns auch noch holen.
Und dazu müssen wir wieder was essen und was trinken. Die Titan rauspacken. Moment, die waren hier. So, essen. Das da. Und dann sind wir leider schon, wie gesagt, durch eine Runde durch. Packen das da noch zur ersten Hilfe. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Subnautica von anderen Worlds Entertainment. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.